Hallo und herzlich willkommen zum Entwicklerblog der Epidemic Studios. Ich will nur ein kleines Update geben für Glück auf, für die neue Release-Candidate-Version. Die Beta-Phase ist jetzt aber durchgelaufen. Es gab einige Änderungen, zum Beispiel auch in der Titelmelodie wurden ein paar Instrumente ausgetauscht. Und wenn ich jetzt mal in das Spiel hineingehe, da hat sich hier erstmal, das hier hat sich ja schon geändert, das hat man aber schon gesehen in der eigentlichen Beta-2-Phase. Ebenso wurden hier, damit die Steuerung auf dem Tablet auch bedeutend besser ist, die Ansichten für die Auswahlkarten für den Anfang deutlich vergrößert. Die Bodentexturen wurden neu gemacht, einige Level-Details wurden hinzugefügt. Ebenso diverse Animationen der Figuren, die man hier am Rand sieht, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Dann gibt es natürlich noch Tutorial-Texte, die hier an einigen Stellen auftauchen. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier überall gibt es auf der linken Seite einen Tutorial-Block. Ich meine, den gab es bisher an der Stelle noch nicht. Den kann man auch ausblenden. Oben drüber gibt es jetzt diverse kleinere Tutorial-Hilfstexte, weil sonst viele der Testspieler doch etwas, ich will nicht sagen überfordert waren, aber wer das Brettspiel nicht kennt, der wird sich damit nicht so schnell zurechtfinden. Und deswegen gibt es hier so kleine To-Do-Texte oben drüber. Ebenso Neuheiten für die Levelgestaltung, also hier Handkarren, Schutthaufen etc. Und ich gehe mal kurz hier durch die Änderungen, die es noch gegeben hat. Also hier noch diverse Animationen für die einzelnen Figuren hier. In sitzender Position, welche die sich unterhalten etc. noch ein weiterer Ankarren. Und was sich bisher nicht verändert hat, ist das Fördern an sich. Da hat sich eigentlich gar nichts verändert. Das ist immer noch so geblieben wie bisher. Und außer dass hier noch ein Icon sich verändert hat, diverse Ansichten sind ein wenig umgebaut worden. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das beende, dann sehe ich jetzt hier auf der linken Seite auch noch die Infos, was welcher Spieler zuletzt getan hat. Für kurze Zeit auch, und das verschwindet nach ein paar Sekunden. Ebenso sind solche Sachen wie diese Ausbauansichten noch ein bisschen anders aufgeteilt worden. Und man sieht zum Beispiel auf der linken Seite die Info darüber, wie viel Geld die einzelnen Loren kosten. So etwas gab es bisher auch noch nicht. Und das sind eben die ganzen Änderungen. Neben diversen Bugfixing ist das noch hinzugekommen. Und von daher sind wir ganz froh, dass wir jetzt in Kürze das Spiel veröffentlichen können. Bald wird es einige Infos dazu geben, eben auch über unsere Webseite, über Facebook etc., Twitter und Google+, wann es auf welcher Plattform erscheinen wird.